Nein, ich habe einmal verkackt. Aber du kannst nicht sagen, wir haben vor ein paar Tagen Bart die Konzentration geübt, wenn wir das vor einer Stunde gemacht haben. Wie fick mich. Ich hasse Bart. Alter. In 1 Minute 8 Sekunden, Junge, ich bin mit dem Kopf von der Kante abgestoßen. Nee. Pause, ich mach Pause. Und ein wunderschön Hakuna, meine Tat, das heute wieder. Damals frustriert, heute hoffentlich ultimativ rasiert. Eine Map vom 8.11.2019, über 200.000 Aufrufe. Wir haben insgesamt, eine Stunde 24 plus 20 Minuten, weil ich rausgeschmissen wurde. Also 144 Minuten, Muchachos, diese Challenge geht es heute zu schlagen. Hallöchen, Deko. Salama, hallo Muchachos! Kann irgendwer von mir, bei mir jetzt schon eine Vasektomie vornehmen vielleicht? Digga, eine Vasektomie nehme ich auch. Gibt's die irgendwie so im Gratis Doppelt-Rabatt? Doppelbundle vielleicht. Vielleicht finden wir ja einen Muchacho, der es macht für uns. Digga, bei der Map, oh nein. Kennst du sie? Nein, ich kenn sie nicht. Ich sehe nur, dass direkt im Gleit anfängt. Oh, und der wird böse, Digga. Der wird richtig böse. Ja, geil! Muchachos, also eine Stunde guten Bon Reis und Nüsse kraulen. Ja. Wie lange haben wir gebraucht? Du hast für den ersten Punkt, also für den Gleit jetzt 15 Minuten gebraucht. Ich glaube, ich war nach, 3 oder 4 Minuten sogar schon durch. Ja, es klingt ja auch, also eine Viertelstunde wäre ich auch zufrieden. Muss ich sagen, das klingt jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Früher nehme ich natürlich auch, aber... Digga, ich schaff's nicht mehr bis zum ersten Lachs, Digga. Keine Ahnung, wie das geht. Aber damals frustriert, heute rasiert. Es wartet ja immer noch die legendäre Level Rushen auf uns. Ich hab den ersten geschafft. Oh. Und die Shiburek auch noch. Nein! In 1 Minute 8 Sekunden, Junge, ich bin mit dem Kopf an der Kante abgestoßen. Digga, wie? Nein. Okay, jetzt schaffst du es easy. Digga, jetzt krieg ich Windschatten, Alter. Das wird ja gar kein Thema. Tschüss. Ja. Und ich komm immer noch nicht drauf, ne? Nein, ich bin abgeprallt. Ey, ich komme immer noch nicht drauf. Alter, wie? Ich war noch nicht einmal drauf. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist vor dem Speed einmal aus dem Wheelie rausgehen. Ja. Oh, der war richtig scheiße. Vor dem Speed einmal aus dem Wheelie raus und dann Wheelie durchziehen bis zur Rampe. Ja, mach ich auch. Und vor der Rampe nochmal neu ziehen. Ja, also der Klassiker, ne? Eigentlich der Klassiker. Okay. Eigentlich nichts Besonderes und dann nicht so krass Wheelie nach oben ziehen. Okay, aber jetzt habe ich es auch nicht geschafft. Ja. Come on, first. Digga, ich war wirklich, es war so close, Alter. Es war so close, ich wäre fast reingekommen, ey. Digga, das wäre aber schon. Ich brauche auch einfach nur einen Try, Brudi. Gib mir einen fucking Try. Ich knall da immer nur gegen. Es ist sehr, sehr knapp. Nein, ich war wieder drauf, Alter. Aber ich bin so scheiße gelandet, dass ich dann beim Bügelziehen rechts runtergefahren bin. Ich fange jetzt gerade schon an, meine Tastatur krasser auseinanderzunehmen, dass ich heftiger auf den Numblock drücke. Oh nein! Meinst du, man kann auch noch neu anfangen hier? Ist hier ein neuer Speed drauf? Ja, versperre bloß nicht den Weg, ja. Oh! Los! Los! Oh fuck, Mann! Ich hab's wieder. Alter Schöne, ey! Du hast schon wieder? Digga, was ist los mit dir? Ich war nicht einmal drüben bisher! Ey, und ich, Digga, der scheiß Fick hier! Also! Ich fahre einmal kurz Wheelie, vorm Speed wieder runter, dann Wheelie ziehen, vor der Rampe wieder runter. Aber ich achte darauf, dass ich erst, sobald ich auf die Rampe auffahre, wieder den Wheelie ziehe. Mhm, ich hab's jetzt einmal geschafft. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Gib's mir einfach First Try, Digga. Los. Ich schaff's auch wieder. Nein, ich hab einmal verkackt. Komm, Deko, los. Nein, ich hab richtig hart verkackt. Oh, Digga, Gleiten, Alter. Ich hasse Gleiten. Das ist scheiße, ey. Es gibt allerdings, glaube ich, nur 2 solcher Glides hier. Also alles schön. Aber immer, also ich bin mit der Leistung an sich ganz zufrieden eigentlich. Oh, aber ich hab's wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade anders mache, aber ich mache irgendwas gut. Ja, ich hab's auch. Okay, jetzt weiter nach oben. Hey, yo.
Oh, ich muss droppen. Ich glaube, ich muss droppen. No! Nein, ey, schon, Digga! Ey, ich bin genau rechts an die Kante geschlagen, Alter. Die Frage ist, sind wir in Barty besser geworden? Ja oder nein? Lustig ist, dass wir ganz am Anfang der Folge gesagt haben damals... Nein! Ey, ich bin schon wieder genau oben... Ey, ich bin so nah dran. Das Loch ist aber auch echt scheiß klein, Alter. Wir haben damals gesagt... Ja, was haben wir gesagt? Als wir diese Map gestartet haben, was denkst du, wie lange brauchen wir? Ich habe gesagt, so, ja, so 15, 20 Minuten. Du so, oh nee, ich denke eher so 40 Minuten. Am Ende 2 Stunden. Digga, du bist mit deinen Map-Einschätzungen immer viel zu schlecht, also viel zu weit unten. Ja, ich denke einfach, dass wir besser sind. Und dann halt dieses scheiß Loch. Digga, du kannst bei dem Loch nicht aufrecht rein. Ja, bin durch! Ey, er hatte was. Digga, gesehen, wie du verkackt hast und dann weiter ging's, Alter. Was? Los. Okay, zum Glück war da ein Punkt. Ich bin nämlich einfach YOLO-mäßig danach ins Wasser gefahren. Das wär lustig gewesen, hätte ich da keinen Punkt eingesammelt. Oh Mann, ey. Nein! Mann, das Digga, war Hass, Digga. Es war schon wieder so knapp, ey. Genau drunter diesmal, ey. Ich suche mir einfach jede Seite, baller ich einmal genau dagegen, ey. Hass, liebe Digga. Ey, es ist so close einfach. Es ist so close. Und ich habe verkackt, weil ich zu früh losgelassen habe. Weil, wie gesagt, aufrecht kommst du ja nicht rein. Du musst also kurz vorher den Num 5-Scheiß loslassen. Ja. Dafür war ich noch nicht weit genug und nochmal genau drunter. Digga, der nächste Lachs wird aber auch etwas schwerer, glaube ich, hier. Ey, du hast alles, es gibt 2 Glides. Ja. Es ist auch kein Glide, was jetzt kommt. Okay, was kommt da? Hä, was kommt da? Ja. Jetzt kommt hier wieder so eine Technik. Oh mein Gott, ey. Was wir uns aber jetzt schon mal aufschreiben können, das wissen wir auch. Vorderrad aufkommen, gibt Speed. Merkt ihr das, Deko, ne? Vorderrad aufkommen, gibt Speed. Ey, nein, Digga, das kannst du nicht machen, Junge! Ey, ich bin schon wieder mit meinem scheiß Vorderrad rechts an die Kante daneben, Alter. Ey, nur die Vorderradbreite. Ah, geil, ey. Auch dieser Stimmbruch da drin, der war so schön, ey. Ey, fick mich. Ich hasse Barty, Alter. Ich hasse Barty wirklich, ey. So schlimm ist es auch nicht, ja? So schlimm ist es nicht. Digga, seit 6 Minuten ballere ich da immer so einen halben Schwanzbreite daneben, Alter. Ja, für meine Nerven ist das schon ziemlich schlimm. 6 Minuten ist doch noch relativ chillo, oder? Ja. Oh. Aber das macht nicht besser. Oh. Dass 6 Minuten noch nicht eine Stunde sind, macht es nur bedingt besser. Habt ihr den nächsten Punkt? Ich bin drauf! Alter. Aber ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr viel schneller. Nein, ich fahre wieder rechts. Und ich habe jetzt darauf geachtet, bei dem Punkt, mit der Technik, mit dem Vorderrad landen. Ich konnte mich nämlich noch daran erinnern, dass wir Probleme mit Speed hatten hier. Aber es war mucho nice, Deko. Mucho nice. Und das haben wir erst vor ein paar Tagen geübt. Konzentrationsparcours. Das können wir. Vor ein paar Tagen, Alter. Die Marvin wieder irgendwie die Sicht der Muchachos da reinrechnet, aber für uns ist es vor einer Stunde gewesen. Ja, hallo, so macht man das auch. Ja, nein! Hä, ja, natürlich! Nein, weil du lügst! Hä? Wir haben ja nicht vor ein paar Tagen Barty Konzentration geübt, wir haben vor ein paar Stunden den Scheiß geübt. Hä, hey, Digga, das machen professionelle Leute so, dass sie das aus der Sicht der Zuschauer machen. Ja, aber nicht sowas. Warum nicht? Du kannst sagen so, ja, ich habe in 3 Wochen Geburtstag. Das ist genauso wie Deko mal sagt, in 2 Wochen die Aufnahme heute, kommt, nicht mehr stimmt. Heute livestreame ich, die Muschel so, oh geil, heute machen die Losers wieder Livestream. Ja, das ist ja was anderes, nicht. Junge. Hä, wieso? Das ist Storytelling. Das hat was mit Storytelling zu tun. Das hat nichts mit Storytelling zu tun, das hat damit zu tun, dass wenn ich sage, heute livestreame ich und die Folge kommt morgen, dass für die Muchachos aber falsch ist. Das hat nichts mit Storytelling zu tun. Ja, ich find's aber so viel schöner, muss ich sagen. Ich find's schöner, Sicht die Muchachos zu betrügen. Nee, ich find's viel schöner für Storytelling der Muchachos. Digga, ich war mit meinen Vorderreifen drin, Alter! Weil sie es einfach vor den Tagen dann eben gesehen haben. Damit sie nicht denken so, hä, was? Ja, hä, dann hättest du sagen müssen, hä? Ihr habt ja vor ein paar Tagen schon gesehen, dass wir Barty Konzentration gemacht haben.
dann wäre das wieder korrekt. Aber du kannst nicht sagen, wir haben vor ein paar Tagen Bart die Konzentration geübt, wenn wir das vor einer Stunde gemacht haben. Digga. Weil das dann halt unsere Scheiße ist und nicht Muchacho-Sicht. Storytelling finde ich das viel geiler so. Du kannst ja immer deine Sicht zu sagen. Ich war wieder drinnen und bin aber drinnen abgeprallt seitlich. Verdient, muss man sagen, an der Stelle. Du hast doch gerade erst geübt, oder nicht? Hast du doch gesagt. Hallo, ich habe Bart die Konzentration geübt, habe ich gesagt. Oh Mann, ey. Oh, das ist aber schon ein bisschen schwieriger Kram an dieser Stelle, weil man das rückwärts machen muss. Rückwärtskonzentration. Ich komme nicht darauf klar, dass meine Tries alle so knapp sind, Alter. Ja, du hast ja noch 5 Minuten. Ja, um die Position zu erreichen, dass ich nichts dazugelernt habe. Das ist ja super. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Oh no! Oh. Okay, das wird jetzt hier auch nochmal sehr interessant. Gut, dass wir uns jetzt hier nicht gegenseitig wegolgern. Ich hoffe aber nur für das Schon wieder, mein Vorderreifen ist auf der Innenseite von dem Loch, Alter. Und bitte, dann falle ich raus. Bitte. Nein! Oh. Alles von vorne. Ich hab richtig riesen Kocken in den Arsch bekommen, ey. Digga, woher kommt eigentlich wieder dieser Salzgehalt bei dir, Alter? Hä, der kommt doch von dir! Also erstmal, weil ich die jetzt richtig knapp verkacke, vielleicht seit 10 Minuten. Von mir. Ja, hä? Du hast mich doch voll gelabert, das. Meine Sicht ist richtig. Wenn hast du mich voll gelabert. Ich hab einfach nur Storytelling-mäßig so gedacht. Nein, ich, okay. Du hast die Muchachos angelogen. Oh. Du hättest das Storytelling-technisch anders formulieren müssen. Das heißt also, wenn im Fernsehen wieder irgendein Moderator sagt, so, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder einschalten, Mittwoch zu Wetten, das wurde aber, keine Ahnung, am Montag aufgenommen. Ey, du kleiner Bastard, heute aber Montag! Ja, du raffst es nicht. Ey. Weil das dann aus der Sicht der Zuschauer ist. Du hast aber erzählt, wir haben Party geübt. Das ist nicht die Sicht der Zuschauer. Ist doch scheißegal, Storytelling-mäßig. Eine Geschichte erzählen. Oh. Du raffst es einfach nicht, ey. Ey, die Zuschauer werden doch da auch angelogen im Publikum. Ich glaube, dann würde ich das Unterkomplex dafür, musst du raffen, ey. Hier, Quizshow am Montag, ja? Der sagt, hier, herzlich willkommen, schön, dass du wieder einschalten am Mittwoch. Sagt das Publikum dann auch, ey, du Bastard, das ist falsch hier. Heute ist aber Montag. Ja, aber er hat gesagt, schön, dass Sie wieder einschalten am Mittwoch. Ja. Weil es beim Zuschauer gerade Mittwoch ist, wäre richtig. Aber der Einzige, den das triggert, bist du dann, oder? Nee, weil ich schalte ja Mittwoch ein. Digga, du bist aber so ein kleiner Korinthenkacker, ne? Muss man an dieser Stelle sagen. Dass sich das so triggert. So Kleinigkeiten, schon heftig, ey. Die Frage ist, warum ist das so? Ja, weil es aber falsch ist. Okay, dann für Deko so, ich bleibe dabei. Muchachos! Ja. Du hast es ja geschafft! Digga! Warum habe ich überhaupt nichts gehört? Ja, weil ich mich gerade am Aufregen war. Du bist so ein dreckiger Alter, komm her, du Lappen. Nein! Ja, das nennt man Karma, Marvin, weil du die Muchachos belogen hast. Ach scheiße, nein, hier kommt ein Sprung. Ja? Ja. Der Sprung ist nicht das Schlimme. Hä? Geh doch nach vorne, du Lappen! Ach, ich muss. Achso, ja, okay, dann sitze ich jetzt vor. Also, du musst jetzt immer ganz vorsichtig, ne? Auch, so. Ich hab's dann auch gerafft, so. Ja. Ich so. Erinnere mich an den Scheiß, glaube ich, und ich glaube, ich fand das ziemlich beschissen. Es ist auch richtig bescheuert, wirklich richtig bescheuert. Weil wenn du schon da bist, also jetzt musst du ja immer noch Platz machen. Deko, ich muss nein. Jetzt die ganze Zeit warten, bis du den Sprung gemacht hast, ne? Das meine ich ja. Scheiße, warum hab ich dich vorgelassen? So, kurz so. Also ich habe bisher den Lachs einmal gemacht, ja? Ein einziges Mal. Ich habe ja mit diesen Teilen richtig krasse Probleme, Alter. Bei dir ging die ja immer ganz gut eigentlich. Die Treppen. Die Treppen sind nicht das Problem, der Speed nach vorne. Huh! Okay, ich nehme alles zurück. Komm ich nach vorne? Oh! Nein! Schon wieder nicht, ey! Also, versuch mal nicht so krass. Ich glaube, mein Problem ist es, dass ich den Wheelie zu heftig mache und nur nach oben komme und dadurch nicht nach vorne. Weil du wirst nicht in den Gleitmodus easy kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das heißt, du musst irgendwie nach vorne ballern. Und lass dir hier Zeit.
Komm, mach das First Try. Ich mach ihn auf First Try, ja. Dann hast du keine Probleme. Dann hast du vielleicht wieder weniger Salz. Ich bin auch gerade richtig schön gerade ausgerichtet, ey. Also, ich sag dir, wenn du in den Speed reinfährst, geht zu viel Wheelie. Ich roll fast rückwärts runter, ey. Digga, ich hatte ja gar keinen Speed, okay. Vielleicht einfach gerade, die erste gerade Strecke gerade fahren und erst auf dem Teil, wenn es hochgeht. Ja, ich mach mal jetzt hier, ne, ich so ein bisschen nur. Oh, das war gut aus. Nein. Geht ja, ey, lass das klappen. Ey. Nicht? Ey, es sah am Anfang so gut aus und dann ist einfach der Speed weg. Irgendwie so, ne? Warte mal. Boah, ich kann das aber, glaube ich, auch nicht steuern, oder? Komm, mach es wahr, Digga. Mach es wahr. Digga, ich mach's einfach jetzt. Und. Alter, nicht annähernd, ey. Okay. Digga, da fehlt noch so viel, ey. Sie kommen Nacht für Nacht und verschwinden jeden Morgen von ganz alleine. Gerne? Ja. Digga, das war aber auch ein bisschen zu einfach. Naja, aber eigentlich ja Schwachsinn, weil Sterne verschwinden ja nicht. Die siehst du einfach nicht mehr. Okay. Deswegen ist eigentlich dumm. Wer knurrt, wird aber niemals beißen. Magen. Digga. Du hast das schon mal gemacht, oder? Du hast aber auch gerade irgendwelche Rätsel für Vierjährige hier, ey. Meine Stimme ist der war sauber. Digga, da kriegst du gleich noch einen. Der war aber richtig sauber. Ey. Politiker und Mörder, worin liegt ihre Gemeinsamkeit? Das passt ziemlich gut, ey. Politiker und Mörder, ja? Worin liegt ihre Gemeinsamkeit? Oh. Sie erzählen viel Lügen? Hinterher können sie sich an nichts erinnern. Hallo Olaf Scholz, ey. Passt ganz gut, oder? Ja, es passt richtig gut. Vor allem, wenn man sogar bedenkt, dass Olaf Scholz ja schon mal einen Jugendlichen mit seinem Brechmitteleinsatz umgebracht hat. Dann passt das sogar wie die Faust aufs Auge. Digga, das war ja schon wieder ein richtiger Kackstrahl, hab ich gesehen. Wie soll ich das darüber schaffen, ey? Digga, ich baller schon mal weiter, ey. Fullspeed hier durch. Das nächste Teil war so aus, wo man nicht stehen bleiben darf, oder? Ja. Digga, das kennst du auch schon? Was ist los, ey? Und das nächste Ding habe ich mich gerade erinnert, als ich gesehen habe. Bei welchem Stich blutet man nicht? Bienenstich? Nein. Aber not bad. Hä, aber bei welchem, also... Bei welchem Stich? Ja, also da. Mückenstich. Ja, irgendwie. So ein Millitropfen, so kommt da vielleicht Blut raus, so, weißt du? So ein Nanotropfen. Gab's nicht so einen Kuchen, der irgendwas mit Stich heißt? Heißt der nicht auch Bienenstich? Ja, ist auch Bienenstich, ja. Ein Troy hast ja, du noch? Ist falsch, ja. Ist nicht zu essen. Sonnenstich. Ja, Digga! System gedribbelt, ey. Was ist los? Einfach ein mieses Brain, ey. Okay, nächste Try. Oh, Alter. Der war richtig sauber. Ich schaff's. Du schaffst? Alter, easy, ich bin drauf. Ja, oder? Geil! Oh. Digga, das war auch haarscharf, Alter. Es war richtig haarscharf. Oder an diesen Punkt kann ich mich erinnern. Ich fand ihn richtig scheiße. Ja, also ich bin gerade schon Zuckerschmuf durchgekommen. Trotzdem nicht funktioniert, ey. Zuckerschmuf. Ja, stimmt, du musstest immer zwischen den Punkten auch ein Wheelie machen, ne? Ja. Nein, nicht zu weit links. Hä, nein, hä, wie? Alter, Mann, das ist so gestört. Hallo! Okay, ich bin auch Sweet-Schmuf durchgekommen, hab's nicht geschafft. Ja, dann musst du mehr mit, also noch krasser, perfekter ja, mit Wheelie, ne? Arbeiten, ne? Ja. Nein, der letzte! Ey, es war alles so todesgeil, ey! Scheiße, Mann, ey! Aber ich glaube, wir sind echt gut in der Zeit, ey. Also, nur der nächste Punkt. Da haben wir, glaube ich, fast eine Stunde gebraucht. Der hier nach, oder was? Ja, hier nach, ja. Fick mich, was kommt? Ist das wieder der Gleit, oder was, der zweite? Boah! Oh, warte. Oder ist das jetzt wieder der zweite Gleit? Oh. Nein, was mache ich da? Nein! Digga, ey. Oh, kann ich mich noch retten?
Oh, der war. Sprachzentrum deaktiviert. Aber wie heißen die Dinger nochmal? Black Story, ne? Das wäre was für dich, ne? So Black Stories? Ich weiß nicht. Eigentlich war ich da mal ziemlich kacke. Oder so Detektivrätsel. Ich habe jetzt mit Carlotta so einen Fall gehabt. Da hast du so eine komplette Akte mit allen möglichen Dingen. Auch so mit Pizza, Lieferdienst-Scheiße, irgendwelche Websites oder so, die du in diesem Game besuchen kannst, die dir weiterhelfen bei einem Fall, den du lösen musst. Dass du so Akten, Versicherungen schreiben, so all möglichen Scheiße, musst den Fall eben lösen. Super, super geil. Jetzt übrigens. Hört sich cool an, aber zu aufwendig. Ja, wir saßen da, glaube ich, 2,5 Stunden dran. Ja, wenn du noch so Webseiten abchecken musst und sowas, Alter. Ja. Dann guckst du dir die an und übersiehst du irgendwas und so. Nee, das ist schon auf das Wesentlichste zusammengefasst, sagen wir mal so. Ah, okay. Und ich bin jetzt beim krassen Punkt, Deko. Jetzt geht's los, jetzt. Ey, wenn ich den First Try hinkriege, ne? Was kriege ich dann, ey? Ich hab verkackt. Ey, ich weiß, wie soll ich das noch perfekter machen hier, Alter? Fick mich, ey. Digga, herzlich fucking willkommen. Das war der heftigste Point damals. Hier waren wir, glaube ich, echt noch eine Stunde dran, weil es immer so knapp war, da hochzukommen. Es sieht jetzt gar nicht so heftig aus. Also, gucken wir mal. Ich schon wieder nicht! Alter. Will weiterkommen, Alter. War das der letzte Punkt auch, oder kommt danach noch was? Oh, gute Frage. Alter Schwede. Okay, ich dachte, ich hätte den richtig nice genommen. Ich war Jahrzehnte weit entfernt, Brudi. Jahrzehnte! Okay, also jetzt wird's interessant. Hä? Los, beweg deinen Zuckerarsch hier. Ja, ich verkack die ganze Zeit beim. Also jetzt gerade zumindest. Ich bin in Löcher fahren. Okay. Schon wieder, Mann! Oh nein, es ist immer so Klopp, ey! Jürgen Klopp. Oh, Klopp. Das war nicht der sich am Sack gerochen hat, ne? Der ist mal Jogi Löw. Ja. Der geile. Der gute alte. Digga, das war schon ein bisschen eklig. Hast du das schon mal gemacht? Natürlich. So privat einfach? Natürlich. Also, du steckst dir die Hand an den Sack und riechst dann da dran? Das hab ich bestimmt schon mal gemacht, ja. Das ist einfach. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch so unter Fußballern oder so. Ich habe ja übertrieben lange Fußball gespielt. Genauso wie ich hier den hier mache. Fußballer riechen sich einfach am Sack. Nice. Ich mache auch, das findet meine Frau richtig eklig. Ich rotze immer so aus der Nase, bam, hält ein Eisen, nein, das finde ich auch richtig eklig. Und baller richtig raus, aber ich kann das richtig clean, Digga. Da passiert nichts. Und das ist ja auch so ein Fußballer-Ding. Das habe ich einfach aus meiner Kindheit noch. Ein Fußballer-Ding einfach. Ja, ist okay, aber eklig ist es trotzdem. Kommt drauf an, ne? Wenn man es gut kann. Ja, auch dann ist es eklig. Selbst wenn deine Nase nach tippitoppi sauber ist und ich sogar davon essen könnte, fände ich es trotzdem eklig. Ich hab noch einen Quiz für dich. Ja, war auch ein scheiß Try, ey. Hä, wo war der denn scheiße? In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt? Echt? Die Kurve war auch ein bisschen zu heftig. Du musst da versuchen, die Kurve wenig krass zu machen und eher zu arbeiten. Ja, aber dann bin ich erst spät drüben und kann erst spät wieder geradeaus fahren. Das kannst du besser machen. Also, in welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt? Ja, vor jetzt nach rechts, ja, und dann kaum. Habe ich keine Zeit, meine Wii nochmal abzusetzen vorher. In welchen Zug passt nur ein Mensch? Ich hab keine Ahnung. In den Anzug? In Anzug. Ah, ja, okay. Hätte man drauf kommen können. Wie kann ein Mann 8 Tage am Stück arbeiten, ohne zu schlafen? Oh! 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 Du musst nur in den Gleitmodus kommen, nur in den Gleitmodus, nur in den Gleitmodus, nur in den Gleitmodus, nur in den Gleitmodus, nur in den Gleitmodus. Er hat es, Digga. Er hat es. Alter! Fick mich! Das war so ein schlechter Try. Und jetzt auf die Street, Brudi. Also, wie kann ein Mann 8 Tage am Stück arbeiten, ohne zu schlafen? 8 Tage am Stück arbeiten, ohne zu schlafen. Das ist eine Scheißfrage. Kein Problem, er schläft in der Nacht.
Ich dachte, ohne zu schlafen. Ja, deswegen fand ich das. Am Tag, weil 8 Tage am Stück. Deswegen wahrscheinlich, weißt du? Aber das ist richtig unlogisch gestellt. Wheelie durchballern, Deko, ne? Erzieh dich. Hier so, bam. Wow. Direkt durch die Mitte. Nur Wheelie durchballern. Und wo soll man aufkommen? Hier. Wow. Okay. Da, wo ich bin. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig. Hier waren wir jetzt wirklich eine Stunde. Enjoy your day. Haben wir es beide geschafft? Du hast es geschafft, als ich ins Ziel gefahren bin. Wieder in den letzten 10 Sekunden dann. Also weiter warst du noch nicht. Fick mich, okay. Ja, fick mich! Okay, I see. Ich komm auch so gerade eben, ich komm sogar so unter das Bullseye. Ey, das ist crank, Alter. Mann, ey. Das ist richtig crank. Was haben wir geschafft? Ja, ich hab keine Ahnung wie, ey. Was kann man da für Tricks machen? Mit einem 8 landen, dachte ja, ich, aber... Ja, das hab ich gemacht. Ja, hab ich auch gedacht. Scheiße, Alter. Wir hatten keine getunten Motorräder. Nee. Leider nein. Okay. Boah, vielleicht kann ich jetzt Windschatten abgeiern. Das wäre natürlich brutal, ey. Ja, geht dann doch nicht. Von mir. Dankeschön für gar nichts. Willst du Windschatten geiern oder wie? Nee. Also doch natürlich, wenn ich kann. Nehme ich den. Komm her, du Geiermeier. Alter Schwede. Weit hinter dir. Ja, okay, das wird ja jetzt richtig unterhaltsam hier. Ja. Man darf auf jeden Fall nicht zu früh vorher nochmal absetzen. Boah! Ich hab versucht, um 8 nochmal durchzuballern, aber... Nee! Das wird doch nichts, ey. Ja! Ey, danke, Marvin. Ja, ey, er schnüffelt einfach die ganze Zeit an meinem Arsch. Ja, du hättest doch auch mal ganz kurz eben Platz machen können, oder dass ich vorbeifahren kann. Nee, es bleibt doch weg, ey. Digga, bleib doch einfach weg. Mit den Windschatten. Alter, wenn du den Windschatten bekommst, wenn du da drauf bist, dann bist du richtiger Glücklicher. Ich nehme das hier. Ja. Boah, das war ein scheiß Try, oder? Obwohl. Nein, zu früh abgebrochen. Fuck, Mann. Da würde mich jetzt einfach wieder interessieren, ob man das jetzt. Also. Genau, woran hat's gelegen, ne? Kann man da jetzt eine Technik machen, mit der das so jeden dritten, vierten Try funktioniert? Jeden Try. Kann man das so gut kontrollieren? Wenn es eine Technik ist, muss ja jeden Try gehen. Aber man verlenkt sich mal, man zieht irgendwie zu komisch oder sowas. Boah. Muss ja auch menschliche Fehlerpotenzial mit einberechnen. Nee. Also wir brauchen einfach mehr Speed, Digga. Mucho, mucho mehr Speedo nach vorne. Sah gut aus. Ich wollte eigentlich wieder zurückgeschossen werden, aber die Rampe hat sich gedacht, nope. Oh, ich bin wieder über dem Feuerring gelandet. Hast du dir Windschatten gegönnt oder was? Ich fahre einfach nur geradeaus, versuche beim Gleit einigermaßen gerade zu bleiben, in der Rampe mittig zu landen. Aber halt so, dass ich nicht von oben drauf jumpe, sondern so ein bisschen von vorne komme. Ja. Und drücke dann ein bisschen um 8. Das sind immer noch die Tries, die ich versuche hinzubekommen. Also bei dem Punkt, nicht mal die Rampe zu erreichen, ey. Bei dem Punkt sind wir einfach nicht besser geworden. Liegt aber auch daran, dass die Technik dahinter irgendwie random ist oder zu sein scheint. Ja, haben wir nicht nochmal irgendwie demnächst mit Cedric? Ja, haben wir. Da können wir ihn mal fragen. Der soll das hier machen. Cedric, mach das hier, mach ein Video und zeig uns das dann. Wie du das hier dreimal am Stück richtig hinkriegst. Was dahinter einfach die Technik ist, ey. Aber irgendwas müssen wir anders machen. Ich will nicht auf die Rampe, Alter. Ich habe aber keine Ahnung. Also ich bin jetzt 20 Minuten hier. Ich find's ein bisschen nervig. Ja. Es wird nicht besser. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Es fehlt ja vom reinen Speed her, fehlt glaube ich nicht viel, um da hinzukommen. Aber ein bisschen eben, ne? Ein bisschen.
Versuch jetzt nochmal irgendwie mit dem reinen Wheelie irgendwie da durchzuheben. Ey, der Try sah schon wieder... Das war so ein geiler Try. Ich kam so geil auf die Rampe an, Alter. Nummer 8. Ich bin leider am Ende fast rausgefahren und trotzdem die ganze Rampe mitgenommen. Und lande unterm Bullseye. Unterm, auf einmal, unterm. Obwohl der besser war gefühlt, zumindest als der Try davor, wo ich drüber war. Ich will einmal so richtig gerade drauf, aber das ist brutal schwer, ey. Auf die Rampe, oder was? Ja. Also es geht ja auch nicht, weil du gleitest ja nicht so wirklich. Du kannst ja nicht gleiten, sondern du fliegst ja einfach nur auf den Punkt zu. Von oben. Oh, die ganze Zeit wieder so ein geiler Try. Schon wieder knapp unter dem oberen Gerüst gelandet, ey. Oh, oh, oh. Nee. Alter, ey, der war richtig nice. Ich hab eiskalt den unteren Bereich, das untere oben vom Metallscheiß gehabt, ey. Alter, das war... Oh. Es gibt dann Hoffnung wieder, ne? Oh ja, es gibt mir wieder Power. Aber man merkt dann richtig, wenn das gute Tries sind, wie ein das so nach oben zieht, so. Ja, es als würde man so an so einer Schnur hängen oder so, ey. Digga, ich zerstöre gerade meine Tastatur schon so hart, dass ich drücke immer doll auf diesen Numblock, ey. Aber ich glaube, ich muss mich gleich geschlagen geben und setze mir einfach eine scheiß Boxershot auf, ey. Wir befinden uns tatsächlich mit Gochachos gerade schon wieder in der Vorproduktion. Für April. Im April ist nämlich 200 Wochen Urlaub. Weißt du jetzt schon, was du machst? Nee. Noch nicht entschieden. Marvin fliegt da mit seiner Frau in... Hochzeitsurlaub, Flitterwochen? Flitterwochen in Vietnam, Digga. Was los? Schon ganz geil, aber... Yeah. Also wäre geil, wenn man weniger rumwandern würde, als ihr das tut. Ja, ganz ehrlich. Dann wär's geil. Wenn ich nur Strandurlaub mache, dann kann ich auch in die Ostsee fahren. Nee, finde ich nicht. Nicht unbedingt im April, aber... Finde ich nicht. Warum? Weil Strandurlaub irgendwie auf Bali auch geiler ist als in der Nordsee. Aber das muss doch nicht sein, oder? Nur Strandurlaub extra nach Bali? Nein! Also, doch. Okay, erzähl. Aber ich finde... Gerade du als CO2-Monster dann? Ja, also wenn ich reise, ist das egal, wohin. Also, natürlich ist es besser, wenn es näher dran ist, CO2-mäßig. Aber wenn ich fliege, dann zahle ich sowieso den Ausgleich dafür. Ja, das ist ja scheißegal. Naja. Du kannst ja... Okay, warte mal, ich kipp jetzt einfach ein bisschen Öl. Zahlt ihr noch den Ausgleich dafür? Ich öle jetzt einfach mal den See hier, aber dafür schmeiße ich einen Zehner in den See. Also Geld ist doch... Also ich finde, wird schwierig. Mit Geld da einfach irgendwas gegenrechnen. Naja, ich zahle ja nicht einfach Geld, was dann verbrannt wird, sondern ich zahle dann ja Geld, womit dann irgendwas gemacht wird, was den CO2 wieder ausgleicht. Oder am Leben erhalten wird. Irgendwelche Moore oder sowas. Welche Moore? Ja, Digga, Moore sind krasse CO2-Binder. Ja, ich weiß. Ja, siehst du? Oder halt, dass Wälder neu gepflanzt werden. Aber du kannst ja nicht, wenn es jeder macht. Weißt du, jeder reist jetzt, keine Ahnung, nach Bali und zahlt seine komische CO2-Prämie da. Am Ende hast du dann auch Geld, so, das bringt ja auch nichts. Ich mache ja auch keine Weltreise, weil ich finde, dass einfach nicht jeder Mensch auf der Welt eine Weltreise machen kann. Das stimmt, aber es geht ja auch nicht, ne? Nee. Aber es gibt ja Leute, die machen das. Aber wenn... Wenn jedes Land der Welt einmal gesehen haben wollen und dann überall mal hinreisen. Aber wenn... Ja, wenn man das macht, dann... Oh! Wenn man das macht, finde ich, sollte man... Digga, ich hab's eiskalt im Gletscher! Ey, laber mich nicht Digga, zu, Alter. Oh mein Gott, Digga! Oh, Digga, Mann, hast du irgendwas anderes Keine gesagt? Ahnung, nein, hab ich nicht. Hab ich nicht, nee. Oh mein, ey, Digga, ist einfach wieder während des Deep Talks, ne? Einfach eiskalt, ey. Oh, Digga. Oh. Ey, fick mich, ey. Also ich finde, wenn man das schon macht, wenn man Geld in die Tasche nimmt und nach Vietnam reist oder nach Bali oder Mexiko. Dann soll man auch die Kultur kennenlernen. Wo auch immer. Und nicht nur am Strand chillen. Von mir aus, aber man soll vor allem dafür einen Ausgleich zahlen. Also, mir geht es darum, dass man nicht unbedingt nach Vietnam oder so reisen muss, wenn man nur an den Strand möchte. Da gibt es auch in Griechenland oder keine Ahnung wo, gibt es auch schöne Orte. Ja, das würde ich ja auch machen. Also wenn ich zum Beispiel, ich überlege mit meinem Bruder vielleicht nach Japan zu fliegen, jetzt im April. Aber auch für die Kultur, ne? Ich würde halt so 8 Tage Japan oder irgendwie sowas machen, wobei ich nicht weiß, ob das reicht, aber ich würde dann gerne... 8 Tage? Boah, das ist echt, Alter, das ist echt wenig. 8 oder 10 Tage, irgendwie so, 1,5 Wochen. Ja. Und ich würde halt
auch Strandurlaub drin machen. Ich würde dann so drei oder vier Tage Strandurlaub machen. Ja. Und dann noch 3 oder 4 Tage, ich will nach Tokio rein, noch gerne eigentlich nochmal aufs Land, so ein bisschen die ländliche Gegend sehen. Das meine ich ja, du reist dort rum, du schaust dir die Kultur an, wie die dort leben, guckst dir verschiedene Städte an. Aber du bist jetzt nicht nur, keine Ahnung, in Bonquaco um 11 Tage, so Malediven-like und chillst da am Strand. Ja, ne? Ich kann nehmen, aber also wenn ich einen Strandurlaub mache, dann Griechenland reicht da vollkommen aus. Wollte gerade sagen. Da muss ich, da fliege ich keine 12 Stunden für. Länger, glaube ich sogar. Ich glaube 16 Stunden bestimmt nach Bali. nach Bali. Und Japan dürfte dann ja auch noch viel weiter sein, ne? Japan, Alter. Ich weiß, keine Ahnung, aber Japan ist schon krass weit. Und dafür werde ich auch wieder, wenn ich das mache, aber auch weil ich nach Griechenland fliege für den Stadturlaub, zahle ich nichts alles gleich. Sehr schön. Nein! Ist ja ungefähr nochmal ein Hundi, 150 Euro locker nochmal drauf, ne? Das kommt natürlich auf die Entfernung an, aber ja. Ich weiß gar nicht, wir haben ja bei uns, Hashtag keine Werbung, aber Namensnennung, wir haben bei uns versucht, alles über Booking zu machen. Alles, Flüge, Hotels. Booking.com oder was? Jetzt bei Booking.com, schaut jetzt in die Beschreibung. Okay, nee, dann warte ich nochmal. Ich habe meinen Griechenland-Urlaub gemacht und war sehr zufrieden mit Check24. Ah, okay. Ja, wir haben auch Skyscanner, weißt du, bei Skyscanner kriegst du ja die ganzen Flüge dann. Und ich habe auch ein VPN und so einen Scheiß angehabt, weil ich dachte, die ziehen mir die Hose aus, aber das hat dann nichts gebracht. Also im Sinne von, ich suche jetzt nach Vietnamflügen, Preis X, ich schaue morgen nochmal nach Vietnamflügen, Preis X plus 400 Euro. War bei mir immer gleich, egal von wo ich nachgeschaut habe. Okay. Achso, ja. Genau. Aber das hat alles einzeln gemacht, ne? Weil bei mir war das dann so ein Komplettding. Wir haben quasi Pauschalreise gebucht mit Flug und aber wir sind ja auch nicht rumgereist dann noch. Ne? Wir wollen alles sehen, Süden, Mitte, Norden. Wir landen dann, sind da erstmal einen Tag in der City. Dann geht's weiter. Also wir wollen auch, glaube ich, alle Verkehrsmittel dort nutzen. Wir reisen mit Bus, mit Flugzeug, mit Bahn, also mit so einem Nachtzug und mit dem Schiff. Wir nehmen einfach alles mit, was es dort gibt. Flugzeug und Schiff sind ja schon wieder CO2-mäßig ziemlich gut. Ja, das kann man so sagen. Oh. Oh, jetzt zieh doch mal, Junge, zieh mich Schicksalsfaden! Ich lande einfach unten, ey. Also dieser Gleit, den ich hier machen muss, der ist aber auch wieder echt brutal, So um die Ecke gleiten, ne? Ja, Ecke gleit und... Dann sind da noch so kleine Löcher in der Tube, wo man nur durch kann. Ach du Kacke. Ja. Also es wird auch, wenn du die Scheiße jetzt schaffst, es wird weiterhin, sagen wir mal... Meine Tries sehen alle so scheiße aus, ey. Aber es war auch bei mir plötzlich so random, hat's einfach funktioniert, ne? Ich hab wirklich gefühlt nichts anders gemacht, ey. Und plötzlich war ich oben, ich dachte so, was? Wie? Mitten im Gespräch einfach, ne? Einfach mitten im Gespräch, ey. Oh, komm hier hoch. Digga, ich schaff das einfach nicht. Ich kann nicht so wurmmäßig hier rumgleiten und ganz am Ende so ein kleines Loch treffen. Brudi. Digga, jetzt erlöse mich hier mal, Alter. Ja, hallo, du hast doch... Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Muchachos haben geschrieben, dass wir beide diese Map beenden sollen, ne? Auf immer. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Bestimmt, Alter. Garantiert, ey. Digga, ich hab echt Tries dazwischen. Gar nicht so wenige. Echt gut aussehen. Wo ich immer merke, so, Digga, jetzt zieht mich gerade der Faden so hart nach oben. Und dann droppt es aber wieder ab. Aber willst du nicht mal, damit du zumindest auch mal was von der Map sehen kannst, was Neues auch, weil du warst ja auch bis zu dem Punkt, als ich das Ding beendet habe. Willst du nicht einfach mal dich hierher zaubern und dann machen wir hier weiter, oder? Ich schummel nicht, ne. Okay. War ja nur eine Frage. War ja nur eine Antwort. Ekos Geist. Und ich muss sagen, so jetzt so der Gleit, den du nicht schaffst, so der lockt mich jetzt auch nicht so krass an. Also wenn jetzt irgendwas richtig Funnyes noch danach kommen würde. Würde man sich vielleicht noch überlegen. Aber ja. Ich zaubere, schummel mich ja nicht weiter, sitze dafür eine Boxershorts auf und lande dann in eine Kreissäge. Das ist ja. Verständlicherweise. Nicht so intelligent. Digga, gleich kommt so ein magischer Try, ey. Aber ich hab's dann ja wirklich mit dem Try geschafft, ne? Versucht so ganz am Anfang zu landen. Richtig vom Winkel her nice. Vielen um 8 habe ich auch nicht gemacht. Das war nur so ein bisschen Alibi-mäßig.
I try my... Digga, schon wieder gegen die Lampe gefahren, Alter. Versuche echt mein Bestes hier. Komm, so, sowas muss dann werden hier. Sowas muss... Oh, ich habe so selten einfach gute Tries, ne? Und dann verkacke ich die auch noch, ey. Shit, ey. Oh, alter Schwede, ey. So ein Rumgeschwänzel hier. Ja. Nein! Nee, ey. Ich brauche Pause. Ich brauche eine Pause, Digga. Oh, mein Leben, Digga. Ey. Ich war gerade auf dem Klo. Also jetzt metaphorisch, ne? Und hab den ganzen Rand voll geschissen. So knapp war das gerade, ey. Bist du sicher, dass das metaphorisch war? Ey! Ey, warte, das war das, war das, war das, war das. Digga, ich hasse es so, Alter. Ich guck auf mein Handy. WhatsApp-Emblem auf dem Bildschirm. Hey, du sollst nicht auf dein Handy schauen, du sollst das Ding da hinkriegen. Ich mach den Bildschirm an. Kontrolliere dein WhatsApp, du könntest Nachrichten haben. Nie. Trolled. Noch nie, auch nur ein einziges Mal. Der zeigt mir das relativ regelmäßig an. Ist das bei dir auch so? Nee. Bei mir zeigt mir das richtig regelmäßig an. Checke mal dein WhatsApp, vielleicht hast du Nachrichten. Ich hatte noch nie, als er mir das gesagt hat, eine Nachricht. Warum tut er das? Weil vielleicht normale Leute dann in dem Zeitraum vielleicht eine Nachricht kriegen. Hey, aber warum benachrichtigt er mich denn nicht einfach, wenn ich eine Nachricht kriege und nicht, wenn ich keine Nachricht kriege? Vielleicht weil der Server irgendwie gerade down war und er wollte dir mitteilen, so, es könnte vielleicht jetzt was da sein, weil ich dir das nicht sagen konnte, weißt du? Dann gehen die WhatsApp-Server echt häufig down. Oh, ja, ich hab's, Eko, ich hab's, Mann! Ich hab's, ey! Ich gratuliere dir ganz herzlich. Sir. Ja, ich drück dir auch die Daumen, weil du musst ja die Map auch noch beenden, ne? Also. Alter Schwede, ey. Oh. Oh. Digga, das ist unmöglich, ey. Wie soll das denn hier gehen jetzt, ey? Okay, das krieg ich aber gleich hin. Oh, Alter. Okay. Das hat schon mal fast funktioniert. Also der nächste Lachs wird gleich wieder ein bisschen einfacher, aber jetzt kommt hier noch ein bisschen Tube-Scheiße, Deko, ne? Ein bisschen Lackschuh. Und dann kommt da oben der... Das heißt Lackschuh. Das heißt Tube-Scheiße. Digga, du weißt ganz genau, wie scheiße wir erklären. Ich brauch dir doch eh nichts erklären, weil du eh nicht weißt, was ich meine. Erklär's doch richtig. Also, wir machen hier Lackschuh. Jetzt kommen einfach nur Tube-Sprünge, die aber richtig böse sind. Und dann kommt am Ende noch ein Glide. Also alles eigentlich hoffentlich relativ chillo. Oh. Ey Junge, das war wieder so ein geiler Try bei mir, Alter. Ich bin genau am Anfang gelandet mit ein bisschen Num 8. Hab dann gewheelied, wäre fast vom Ende der Rampe rausgefahren, aber nur fast. Und ich bin einfach unterm Ballseil gelandet. Es war ein richtig schlechter Try, also das Ergebnis. Der Try war richtig gut, das Ergebnis war richtig scheiße. Oh. Digga, was mache ich denn hier gerade? Mein Gehirn ist einfach richtig auf Durchzug gerade. Da geht gar nichts mehr. Oh, jetzt bin ich fast zu weit gesprungen, ne? Okay, den Lachs habe ich. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? So. Irgendwo in die Ecke dann, ne? Okay. Oh. Ey, du kannst doch nach 4 Jahren nicht schon wieder am gleichen... Oh, Digga, ich bin ja richtig falsch gesprungen. Nicht schon wieder am gleichen Punkt verkacken. Ja, dann sag mir, was ich anders machen soll. Anders machen guck soll. Guck mir zu und guck mir anders. Sagen. Anders? Sagen. Ich sollte nur anders sagen, ja? Okay, und jetzt muss ich da rausspringen, ne? Okay, habe ich das richtig gemacht? Ich glaube nicht, egal, scheiß drauf. Ich bekomme gleich eine Sehnenscheidenentzündung. Puh.
Du bekommst eine Scheidenentzündung? Oh, das glaube ich, Die bekomme ich auch, wenn ich so länger fahren muss hier. Oh Mann, ey. Wie alt sind wir, ey? Oh. Der war nicht mal gut. Der war richtig scheiße, Mann, ey. Oh, aber wir sind einfach schon wieder ausgebrannt, ey. Damals war unsere Lebensenergie einfach noch länger da, weil wir jünger waren. Wir waren knackiger, wir waren nice, ey. Und jetzt kommt der letzte Gleitdeko. Muchachos, feel the pain. Do you feel the pain? Ja, weil ich muss jetzt bis ans Ende von GTA gleiten. Und da in so ein kleines Löchlein. Nice. Also, ich bin jetzt so wahrscheinlich erstmal wieder 20 Minuten unterwegs für ein Gleit und dann geht's weiter. Ja, wo ist der Scheiß, Mann? Digga, der ist wirklich am Ende der Zeit, Mann. Ah, da hinten. Okay, Deko. Digga, 70 Minuten die gleiche Stelle, Mann. Muss meine Nase kratzen. Tick, mein Bär. Schlecht, aber warum? Soll ich den First Try machen? Ja. Okay, easy First Try. Digga, was ist das? Was ist das für eine Pommesbude, Alter? Fick mich. Ja! Digga, First Try, ja. Bin durch. Meine Eier. Was? Ehrlich? Easy, Digga. Ich habe das hier, Deko. Laberst. 1 Stunde 27 mit dem Anfangshit. Nee. Hä, du hast den Glide echt First Try gemacht? Der war aber nicht so schwer. Komm, jetzt schaffst du es wie damals. Ah, nee. Okay, das, man kann sogar sagen, du bist schlechter geworden, Deko. Ah, geil, ey. Dankeschön. Dass mein Durchhaltevermögen so belohnt wird. Ey, diese Map, die fassen wir nicht normal an. Also, einfach wegen diesem Punkt, wo Deko gerade ist. Der Punkt war so random. Also, wo ich jetzt verkackt habe mit dem Gleit, das war ein Skill-Defizit. Ne? Aber das war jetzt richtig random. Wie geht das, Muchachos? Meine Eier. So, Losers, da habe ich euch wieder die Eier entnommen. Ey, ihr Loser. Ausgelutscht. Besonders Deko. Hey, was? Ausgelutscht. Ausgelutscht. Daumen nach oben ballern, Muchachos. Ihr könnt uns wieder ein bisschen Lebenskraft zurückgeben. Ballert den Daumen nach oben. Scherze, Love. Und unterstützt uns bei Instant Gaming und Triebwerk. Dankeschön.